wieder verbunden. Alles von der Seite. Sie wollen sich befreien. Komm mal her. Jan. Da sieht man die Boote, die zum Fabrikastart werden und die werden gerade vorgestellt. Publikum können wir gebrauchen, um die Bauer so ein bisschen schon mal zu belohnen. Team Bauerschlumpf, ganz einfach. Wo seid ihr? Wo ist das Team Bauerschlumpf? Wo haben wir sie? Da, kommt mal her. Komm. Der Jan hat bestimmt noch ein paar tolle Fragen an euch. Hallo, wie heißt du? Jan Josef. Und du? Und ihr seid wie alt? 10, 13. Also zusammen 23. Also, ich fasse mal zusammen. Man nimmt Papier, Tesafilm, eine Schere und Pappe und baut das in der Garage. Wie heißt ihr? Simon. Fabian. Jonas. Simon, Fabian, Jonas, Sebastian. Da sind ja jetzt so Röhren drin, wenn man das genau anguckt. Ist das richtig? Aus was sind die? Wer ist bei euch denn Chefbauer? Chefin. Chefin. Oh, eine Chefin und ihr seid ein Viererteam. Machen wir nochmal die Namen durch. Marco. Ja. Timo. Ja. Marco, Sina, Timo, Luca. Sehr schön. Und du hast das federführend gebaut. Wie kamt ihr auf die Idee der Außengestaltung und warum gewinnt ihr? Ich glaube, weil wir Weltmeister geworden sind, deswegen gewinnen wir auch. Oh, das ist eine schöne Antwort. Ihr seid alle Fußballfans, ihr seht so aus. Ja, ich würde sagen, ja. Okay. Aber ihr wollt gemeinsam gewinnen. Warum wird dieses Boot gewinnen? Was ist die Stärke des Bootes? Weil wir stark sind. Das ist euer Boot? Ja. Das blaue, ja. Ja, sieht schon mal so aus, als könnte es funktionieren. Was ist das denn? Ihr sitzt nebeneinander vorne. Ja. Der wird auch angeschmissen oder ist das vielleicht doch nur Deko? Da ist das schöne Boot mit der ganz tollen Farbe. Neutrales Rosa. Wir machen das so. Wir stellen uns jetzt auf. Und für das Foto heben wir den Rock alle so weit, wie wir können. Okay? Eins. Von hinten. Von hinten. Ja, alle drehen. Und jetzt mal alle einmal um. Eins, zwei, drei. Wow. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Danke, Jan. Ich habe uns zweite Jahre einfach gut. Alter, das Boot bitte festhalten, kriegst du mal in den Wagen oder los? Hier bin ich. Kommt ihr mal bitte her. Applaus!
Halt, ich höre einen Witz. Es gibt 6 Boote. Davon sind 5 Boote nach dem M8-Erstand. Naja, fast untauglich. Wir werden also einen grandiosen Sieg gleich sehen als Wellenbrecher hier im Rollenstädter Hafen sehen. Ja, das ist so. Komm. Warum der Uwe mitfährt, gleicht das mit eleganten Bewegungen aus. Auf die Plätze. Fertig. Los! Und es fährt wirklich. Das schreien sie sich an. Klappt die Boje. Aber ihr wollt auch los. Wieder das geht auch um Zeit. Start zum Sieg. Fragezeichen. Kriegt ihr die Klingel auf? Wow. Das Unglaubliche ist eingetroffen. So, aber Frieda ist auch schnell dabei. Jawohl. Wie gesagt, Zeit. Ja, Familie Böckmann. Ja, du war schon mal leichter. Ja, Applaus hier von der DLRG. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, die meisten von den Herren tragen was drunter unterm Schottrock. Hier mit Mikrofon. Auf die Plätze! So kennen wir ihn. Ja, da kann ich nicht an. So, wo bleibt die Anfeuerung hier? Von der Bauart sehr ähnlich die beiden. Der Schlumpf muss ein bisschen mehr zur Flocke hin. Ihr schafft das vielleicht noch. Aber Papa, wir sind nicht mehr bei Papa Schulden, glaube ich. Papa, Papa, alles. Das aus, 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 das Spiel ist aus. Ich muss jetzt bloß mal eben gucken, wann es weitergeht. Wir hatten ja so eine kleine technische Problematik hier. Ursprünglich war gedacht, 14:15. Ja, auf jeden Fall, denn dann kommt nachher auf der Bühne auch schon In Motion. Die machen Akrobatik vor der Bühne. Das wird dann... Der Springer muss einem Fallschirmspringer ähnlich sein und der Kopf muss menschenähnlich sein. So steht es in den Satzungen des Deutschen Modellfliegerverbandes. Puppe, Springer, Man. Fallschirmman. Die Modellspringer sind unter den Tragflächen befestigt. Jetzt ist vom Piloten am Boden höchste Konzentration gefordert, im richtigen Augenblick den Springer auszuklinken und über Funk genau ins Ziel zu steuern. Wir wollen das zur Abstimmung bringen, ob wir jetzt den zweiten Durchgang machen. Ja, das Wetter ist ein bisschen besser als heute Morgen. Und somit haben wir gesagt, wenn wir starten, dann fangen wir mit dem zweiten Durchgang an. Also somit
Schwimmer ist klar, wir werden den zweiten Durchgang machen. Wir werden starten. Zeitvorgabe 1,5 Stunden. Das würde jetzt bedeuten, 17:05 Uhr wäre der zweite Durchgang beendet. Wir haben gesagt, wir können, wir versuchen es. Auf dem Platz des MFC Condor in Südlohne war in diesem Jahr der Austragungsort der 33. Deutschen Meisterschaft im RC Fallschirm-Zielspringen. Ich war genau wie ihr. Verletzbar. Unsicher. Hatte Angst vor dem Tod. Dann hat sich alles geändert. Vor gerade mal 12 Stunden. Bitte, sie können nicht. Ich weiß nichts. Ich habe nichts getan. Ich flehe Sie an, bitte. Wir haben ein Päckchen mit etwas sehr Speziellem in Ihren Bauch eingesetzt und Sie werden es für uns transportieren. Befolgen Sie die Regeln und es wird niemand verletzt. Ich bin nicht in Stimmung. Es heißt, wir Menschen nutzen nur 10% unserer zerebralen Fähigkeiten. Aber... was, wenn es einen Weg gäbe, Zugang zu 100% unseres Gehirns zu erlangen? Wozu wären wir dann fähig? Ja? Professor Norman, ich habe Ihre Forschungsarbeiten über das menschliche Gehirn gelesen. Es gibt ein paar Lücken, aber Sie sind auf der richtigen Spur. Danke. Ich bin zu Dingen fähig, die ich niemals zuvor getan habe. Ich spüre alles und ich kann die Elemente um mich herum kontrollieren. Das ist verblüffend. Wir müssen uns treffen. Glauben Sie mir. Die Chemikalie erlaubt ihr, neue Areale ihres Gehirns freizuschalten. Sie hat... Fähigkeiten. Es darf nicht in falsche Hände geraten. Dann sollten wir gehen. Miss, keine Bewegung. Bitte nehmen Sie die Hände hoch. Ihre Gehirnkapazität wächst mit jeder Minute. Was passiert, wenn Sie die 100% erreichen? Ich habe keine Ahnung. Aber sie ist der Schlüssel zu allem. Ich fahre. Hey, nein, das ist ein Polizeifahrzeug. Seit Hunderten von Jahren wird das Zeitreisegehen in den Familien der Devilliers und Monchos weiter vererbt. Aber erst seit kurzem ist klar, dass ich
Gwendolyn Shepherd, dieses Gen geerbt habe. Was suchen Sie überhaupt? Antworten auf mindestens 1000 Fragen. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, Klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und... Und dabei verdammt sexy. Warum habt ihr die Zeitmaschine gestohlen? Und warum seid ihr abgehauen? Um dich zu schützen. Schützen wovor? Igitt, könnt ihr mal aufhören mit dem Gesabber? Verschwinde! Verschwinden? Ich? Die Loge ist mein Zuhause. Das sind die Menschen, die mich am besten kennen. Wir sind die Elite, Gideon. Hast du vergessen, wer du bist? Du solltest uns mehr Vertrauen schenken. Überlass das Denken uns. Wir werden euch leid. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Hallo, Zeitreise-Freaker, beste Freundin. Es fällt einfach verdammt schwer herauszufinden, wem man vertrauen kann. Mir kannst du vertrauen. Bereit? Bereit, wenn ihr seid. Es gibt nichts, das uns noch aufhält. Gwendolyn, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Auch dafür zu sterben? Vertrau mir nicht, es ist eine Falle! Du hast mir eine Falle gestellt. Das würde ich nie tun. Gideon steht auf meiner Seite. Ach ja? Du musst herausfinden, wem du trauen kannst und wem nicht. Und das Schlimmste ist, du musst in einem gleichen Raum sein wie ich und ich will dich küssen. Ja. Ja, das ist total schlimm. Der, den die Sioux Indianer Haoka nennen, schlägt seine Trommel mit Wind, um Donner zu machen. Mit Donner kommt Blitz. Und mit Blitz kommt Feuer. Ich höre keine Trommel. Psch. An alle Flieger. Wir haben einen Waldbrand nördlich des Pinecone-Kamms. Los, Jungs, ab in die Luft! Das Gewitter ist vorüber. Gleich wird's heiß, Jungs! Pass auf deine Flughöhe auf! Das ist die Grubhopper, der Rennflieger? Grubhopper! Du bist kleiner, als ich dachte, aber das ist okay. Danke. Du bist hier, um Feuerwehrmann zu werden. Oh-oh. Camper! Schlamm überall macht die Camper traurig. Eine Party in meiner Lodge macht die Camper froh, kapiert? Das hab ich doch gesagt. Ja? Was? Hä? Ich werde nie verstehen, weshalb ihr aus einem perfekt funktionierenden Flugzeug springen wollt. Tun wir nicht. Wir springen ja aus dir. Raus aus diesem Luftraum! Entschuldigung! Verstanden, Boss! Hä? Hey, Zuckerfelge, haben Sie dich aus einer B-17 abgeworfen? Du bist nämlich eine Bombe! Abschleppwagen. Fahrgestell ausfahren! Was? Los, zeig's ihm! Die Räder raus, du Genie! Mich nennt man Dipper. Mrs. Miss. Miss. Miss, ja. Dipper. Dipper. Yep. Yep. Wow. Windlifter, Manövriererlaubnis erteilt. Dipper, bereit machen zum Abladen am Kopf des Feuers. Verstanden. Mr. Mayday. Schreibt dieser Typ alles auf, was ich sage? Ja. Das hat er auch gerade aufgeschrieben? Ja. Das auch? Ja. Und das? Ja. Oh, verdammt. Ich schaff das. Lord Almighty, I'm not tempted to rise. Aufladen und los. Wir fliegen direkt ins Feuer. Macht euch bereit. Wie geht's der Tierwelt? Heute Abend auf der Party triffst du einige Partylöwen. Hey, hopp! Schließ die Hangartür! Fantastisch! Wie Mamas Chili brennt! Zweimal! Willkommen auf dem Stoppelmarkt. Noch wird überall gearbeitet und aufgebaut. Mal wieder gibt es viele Neuheiten. Eine Großachterbahn im Aufbau. We'll be right back.
Marktmeister Jens Siemer gibt letzte Anweisungen. Und für eine schnelle Verbindung im Internet und Telefon wird auch gesorgt. Die Geschwister Overmeier aus Steinfeld mit ihrer Dreieck-Schirmbar zum ersten Mal auf dem Stoppelmarkt. Ob bei Oldehus, bei Hogeback oder im Pickers Festzelt, überall sind die Besucher herzlich willkommen. Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung und der Trubel kann losgehen.